Dieses Video wird euch präsentiert vom Energy Kick. Der passt aber nicht mehr rein, deswegen bleibt der hier, aber wir legen los. Und damit hey und willkommen zu diesem neuen Video hier bei Jürgen Horst. Willkommen zum Ersteindruck des Nissan Ariya. Mit musikalischer Untermalung direkt vom DJ-Pult neben dem Ariya schauen wir uns jetzt hier den Nissan Ariya in Los Angeles an, denn ich bin aktuell hier, um für euch Fahrzeuge zu testen, die es bei uns in Deutschland noch gar nicht gibt. Beispielsweise das Tesla Model S Plaid, der Rivian oder auch das Lucid Air und jetzt eben auch der Nissan Ariya. Und deswegen schauen wir uns das Fahrzeug wie gewohnt in einem ersten Eindruck im Roundup an. Von vorn fällt das neue Design am meisten auf. Wir haben schicke LED-Tagverleuchten gepaart mit einem hinterleuchteten Nissan-Logo. Und das neue Logo ist auch wirklich cool designt. Mir persönlich gefällt das sehr, sehr gut, wirkt einfach deutlich moderner. Und wir haben dann sehr schmale LED-Scheinwerfer. Diese fallen kaum auf in diese riesigen schwarzen Front, wo hinter im Übrigen sämtliche Sensoren sind. Die Seite ist ähnlich farblich gestaltet, auch wieder mit schwarzen Akzenten. Und mir fällt aber ja dieser Farbton ein bisschen schwierig. Ich finde dieses Blau hier zum Beispiel schöner. Was ich auch nicht so gut finde, ist die Positionierung der Ladeklappe vorn an der Seite. Was mir aber gut gefällt, ist das Heck mit seiner großen, wuchtigen Art. Das sieht sehr, sehr sportlich aus, auch gepaart unten mit diesem Diffusor und kleinen Schriftzügen. Mit diesem riesigen Kofferraum möchte man natürlich vermuten, dass auch viel drunter ist. Schauen wir mal, ich öffne das Ganze jetzt mal mit euch zusammen, denn selbst habe ich auch noch nicht hineingeschaut. Und ja, hier haben wir auf jeden Fall ein großes Kofferraumvolumen. Wir haben auch ein cleveres System, sodass man hier verschiedene Elemente wegnehmen kann, um dann eben darunter noch eine extra Ebene zu nehmen. Insgesamt ist es aber vielversprechend. Wir haben eine ebene Ladekante und der sieht von hinten, wenn man den jetzt hier gerade an der Stelle nochmal schließt, so ein bisschen fast wie der Urus von Lamborghini aus. Ich weiß nicht genau, mich erinnert so dieses Band hier oben und auch unten dieser Diffusor-Part extrem daran. Ist sehr, sehr stimmig, bis auf dann hier, dass wir bei so einem Coupé-SUV wieder einen Scheibenwischer haben. Ich weiß nicht, was sie damit haben. Das hatten wir ja beispielsweise beim Ford Mustang Mach-E auch. Aber insgesamt ein stimmiges Heck, auch wenn mir das bei den Bildern erst zu Beginn gar nicht so sehr gefallen hatte. Der Innenraum ist mega geräumig, auch wenn ich aktuell hier sehr weit hinten sitze. Das werden wir auch gleich im Fond merken, denn ich kann die Sitze gerade leider nicht elektrisch verstellen. Und deswegen habt ihr auch gerade, als es um den Kofferraum ging, keine Nice Shots mehr bekommen vom Kofferraum. Denn leider konnte ich den nicht mehr öffnen, denn dieses Fahrzeug hier hat keine Batterie mehr. Schauen wir, ob ich gleich noch rauskomme. Aber was kann ich sagen? Wir haben jetzt hier ein großes schwarzes Display. Natürlich gerade schwarz ist natürlich dann auch noch zwei einzelne Displays. Und ich finde diesen Mittelteil hier sehr, sehr interessant, denn den kann man elektrisch verschieben. Das heißt, der kann nach vorne und nach hinten fahren. Ähnlich wie wir das auch beispielsweise im IONIQ 5 von Hyundai kennen. Das ist einfach so ein, ja, so ein Raumkonzept, wo man das Ganze individuell einstellen kann. Ich finde, man hat eine coole Übersicht hier drin. Also es ist sehr, sehr geräumig. Wir haben außerdem ein Schiebedach hier drin verbaut. Ist ja auch mittlerweile eine Seltenheit. Da haben wir eigentlich fast nur noch, ja, diese kompletten Glas-Panoramadächer. Und jetzt blinkt hier auch vor mir gerade das Display. Das Ganze hier ist ja ein Vorserienfahrzeug. Also ein Pre-Production Vehicle, steht auch schön außen auf der Scheibe drauf. Deswegen muss man da immer so ein bisschen Nachsicht haben. Ich bin aber mega happy, dass wir euch das Ganze hier zeigen können. Ich kann hier auch nichts anmachen. Schade, auch wenn jetzt hier gerade der An-Button hinterleuchtet ist. Das ist ganz cool. Man hat hier auch in der Mitte so ein Dial, um dann eben die Lautstärke einzustellen und so weiter. Also ich kann mir vorstellen, dass das gerade vom Innenraumkonzept sehr gut ankommt. Und dazu trägt natürlich dieses luftige Ambiente bei. Mir gefallen auch diese LEDs in den Türen und unterhalb des Lenkrads. Das ist einfach eine schicke Ambientebeleuchtung, ein bisschen anders als nur diese Linien, wie wir sie von anderen Fahrzeugen kennen. Linien haben wir aber trotzdem, und zwar in Form von diesen Akzentfarben. Das Lenkrad wirkt sehr aufgeräumt mit diesen zwei Speichen und ist auch griffig in der Hand, hat dabei sehr, sehr viele Steuerungsmöglichkeiten. Und auch in der Mitte diese Steuerung sieht cool aus, die konnte ich euch schwierig einfangen, deswegen hier nochmal im Pressebild. Das wirkt alles sehr futuristisch und sehr modern und auch der Fußboden ist komplett aufgeräumt und macht Platz eben für diese Mittelkonsole. Wir haben einen hinterleuchteten Einstieg, das ist natürlich auch State of the Art und modern, und wir haben elektrische Sitze. Die konnte ich nicht im Detail testen, wirkten aber im ersten Eindruck bequem, und ich feiere diese Mittelarmlehne. Ich finde das einfach sehr, sehr cool designt. Auch diese Tasten direkt hinterm Holz, das wirkt sehr hochwertig. Wir kennen das ähnlich auch vom BMW iX zum Beispiel. Wir haben eine kabellose Ladeschale für Mobiltelefone in der Mittelarmlehne. Und insgesamt ist das sehr, sehr stimmig. Ich bin hier wirklich überrascht von der Verbauqualität. Auch wenn man so eine Tür anhört, wenn das hier so
satt ranfällt. Das hat einfach einen hochwertigen Charakter. Hier hinten sitzt man auch in Ordnung. Also auch dafür, dass jetzt der Sitz hier vorne ja auf die hinterste Position gestellt ist, habe ich hier noch genügend Platz mit den Knien. Gut, die Mittelkonsole sitzt hier ein bisschen weit an mir, aber die kann man ja eben nach vorne fahren. Das heißt, wenn hier hinten in der Mitte noch jemand sitzen würde, stellt man die dann eben entsprechend noch ein Stück weiter nach vorne. Das kann ich mir echt gut vorstellen. Es gibt hier eine zweistufige Sitzheizung, es gibt einen USB-A und einen USB-C-Platz und wir haben hier in der Mitte, einmal runterziehen, auch noch eine klassische Mittelarmlehne mit zwei Cupholdern. Also insgesamt wirklich einige coole Sachen und dieses Panoramadach hier eben an der Stelle, ja, ermöglicht sozusagen nochmal ein cooles Umfeld und eben auch ein gutes Raumgefühl. Einziges Problem daran, dadurch, dass es eben ein Schiebedach ist, geht es nicht ganz so weit nach außen und hat man hier ungefähr in der Mitte vom eigenen Kopf ja den Holm. Aber insgesamt mag das, mir gefällt das. Also jetzt hier mal so ein ehrlicher und eben aus der Situation geprägter Eindruck davon. Ich finde es echt cool gemacht. Ich bin gespannt, wie der dann ja nach Deutschland kommt, denn der kommt ja erst Ende nächsten Jahres, das heißt Ende 2022. Und dann, wie man das aktuell so kennt, dauert es ja auch ein Stück, bis die tatsächlich auf den Straßen zu sehen sind. Aber so kleine nette Details, so Chromumrandungen und so weiter, sind wirklich gut gemacht. An dieser Stelle bin ich jetzt sehr gespannt auf euer Feedback und ich stehe nicht ohne Grund jetzt hier für dieses kurze Fazit am Heck, denn mich hat es echt überrascht. Ich kannte das Ganze von den Bildern und ich dachte, okay, wie sieht es dann in Wirklichkeit tatsächlich aus? Und ich finde es cool. Klar, diese Fläche hier ist weiterhin sehr, sehr groß, aber gemessen an dieser riesigen schwarzen Fläche vorn, finde ich das Heck deutlich gelungener. Ich bin gespannt auf euer Feedback, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, um einfach zu sehen, was ihr davon haltet, auch zum Beispiel von zwei Haifischantennen da oben, aber das kennen wir ja auch schon, zum Beispiel von Range Rover. Die machen das ja schon seit Jahren. Ich finde, das ist ein cooles Fahrzeug. Es ist sehr, sehr ähnlich natürlich dann auch zum Renault Megane so neuen, denn die beiden basieren ja auf der gleichen Plattform. Das Fahrzeug habe ich euch auch schon vorgestellt, verlinke ich euch mal da oben, damals auf der IAA in München. Das hier fand ich cool, euch jetzt hier an der Stelle zeigen zu können. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback und dann war es das von mir zu diesem Video. Vielen, vielen Dank nochmal an Energy Kick, dass ihr diese Reise hier nach LA ermöglicht habt und vielen, vielen Dank an euch fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns schon bei einem der nächsten Videos wieder, wenn ihr eben auf Abonnieren geklickt habt. Bis dahin, ciao.